Hi, ich bin Jans von newgadgets.de und in München auf der CeBIT Preview 2010. Hier am ASUS-Stand und vor mir das neue ASUS E-Keyboard. Hier haben wir die technischen Daten, die da wären. Eine ultraschlanke Tastatur mit integriertem PC, Home Entertainment PC, 5 Zoll Multitouch-Display und eine Ultra-Wideband HDMI-Schnittstelle. Und wie ihr sehen könnt, sind die genauen Spezifikationen derzeit noch nicht bekannt. Vielleicht werden wir zur CeBIT noch ein bisschen mehr erfahren. Hier haben wir also schon mal ein Modell. Ihr seht, erstmal hier am Netzteil noch angeschlossen. Hier ist die Tastatur, Chiclet-Style. Und hier haben wir das 5 Zoll Multitouchpad. Das, wie ihr sehen könnt, als Display fungiert. Sehr cool. Und wem jetzt aufgefallen ist, ich habe die Stromversorgung gekappt. Es ist also auch ein Akku eingebaut. Schauen wir uns hier erstmal die Anschlüsse an. Also das ist hier der Anschluss für das Wireless HDMI. Hier ist der mitgelieferte Adapter. Hier seht ihr auch die Anschlüsse. Einfach hier dran stecken. Schon könnt ihr auf dem Sofa sitzen und eure HDMI-Signale versenden. Und zwar haben wir es hier, diese Station. Die empfängt die ganzen Signale und hat hinten einen HDMI-Anschluss, einen Anschluss für ein Netzteil. HDMI-Anschluss einfach an euren Fernseher und schon könnt ihr mit dem E-Keyboard tippen und seht das auf dem Fernseher. Hier haben wir noch drei USB-Anschlüsse. Hier der Anschluss für das Netzteil. Und hier nochmal ein Schalter für das WLAN. Dann haben wir hier nochmal den Anschluss für den Kopfhörer und Mikrofon. Dann ein LAN-Port. Hier nochmal einen normalen HDMI-Anschluss und ein VGA-Ausgang. Schauen wir uns die Tastatur mal genauer an. Wie vorhin erwähnt, Chiclet-Style und auch noch Hintergrundbeleuchtet, was ich sehr cool finde. Dann hier noch den 5 Zoll Display, den man hier entweder so benutzen kann, also mit kleinen Widgets, wie ihr seht, mit Webbrowser, Skype, YouTube, Facebook, Flickr. Da hier aber jetzt keine Verbindung zum Internet besteht, können wir auch nicht im Internet surfen. Darum zeige ich euch jetzt nur mal die einzelnen Reiter, also wir haben hier Foto, Musik, Video. Hier geht auch wirklich super, ist kapazitiv. Hier können wir dann weiterschalten oder auch eine Diashow starten. Also die Software ist jetzt wirklich ausgereift. Also auf der letzten CeBIT hatte ich schon mal ein E-Keyboard in der Hand und da war die Software noch nicht so toll. Ist laufend abgestürzt und hier ist es schon sehr cool. Also ich will hier ein Video abspielen, aber das funktioniert gerade nicht. Wird wahrscheinlich nicht unterstützt, das Big Bug Bunny. Also schauen wir uns an, was es hier noch gibt. Also hier haben wir noch ein Sudoku, also ein bisschen spielen. Starten wir immer ein neues Spiel. Da klickt ihr einfach auf die freie Fläche und tippt auf der Tastatur zum Beispiel eine Zahl ein, wie hier. Also sehr schön für unterwegs. Dann können wir hier nochmal bei Tools und Settings auf den Windows Desktop. Und schon seht ihr, dass hier drunter natürlich ein Windows versteckt ist. Und ihr könnt alles auch mit der Tastatur machen. Also ihr könnt die Tastatur einfach mit in Urlaub nehmen oder so. Vollwertiger Computer.